Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Bei mir ist Holger Strom. Einige nennen ihn Universalgenie, weil er wirklich auf so vielen Themen ganz kompetentes Fachwissen hat. Viele, viele Bücher. Ich weiß nicht, zählst du die noch? Du hast wahrscheinlich... Also ich habe mehr geschrieben, die nicht veröffentlicht werden durften, die der Zensur zum Opfer fielen, ja, als die veröffentlicht wurden. Aber eben sehr, sehr kompetent über Atomkraft, friedlich und die Katastrophe, jetzt auch als Film. Ich erwähne es einfach nur mal, weil es eben auch eine tolle DVD ist, die nicht so läuft, wie es eigentlich, weil es ist wirklich toll gemacht und müsste viel mehr gesehen werden. Aber wir wollen heute über Gentechnik sprechen, das ist ja, oder warst du auch einer der Ersten, der sich damit schon vor 20, 30 Jahren... In den 70er Jahren habe ich das erste Buch in Deutschland zur Gentechnik, kritische, geschrieben. Und TTIP und so, diese Freihandelszonen, die ja damit zu tun haben. Okay, fangen wir damit an. Das ist jetzt also, das ist dein erstes Buch, Genmanipulation und Drogenmissbrauch. Was hast du denn damals, wie kommt man dann da drauf, wenn das noch gar kein Thema ist für die meisten Menschen? Wie bist du auf Genmanipulation gestoßen? Ich war mal Director der Friends of the Earth, der Freunde der Erde. Das war damals eine internationale Organisation, die ähnlich wie Greenpeace war und die damals die ganzen Klagen gegen die Überschall, Passagiermaschine, Autobahn, Ölleitung durch Alaska und so weiter gewonnen haben, weil wir hatten tolle Anwälte. Und dadurch hatte ich ständigen Kontakt nach Amerika, aber auch über andere Kanäle. Und da war man ein bisschen weiter. Und da waren so Wissenschaftler wie Sinsheimer und so weiter, die also davor gewarnt haben, die gesagt haben, mit der Genmanipulation, wenn wir dort fremde Elemente reinbekommen, dann kann alles durcheinander kommen. Zum Beispiel unser Immunsystem ist ja genau abgestimmt auf diese Erde, auf die ganzen Spurenelemente, die da drin sind, auf alles. Die ganzen Krankheitserreger. Ich meine, wir, auf jede Körperzelle kommen 10 Bakterien. Wir sind eigentlich ein großes Bakterium. Und die meisten sind ja gut. Ohne die könnten wir gar nicht existieren, genau, weil die machen uns zum Menschen. Genau. Aber einige sind es eben nicht. Und wenn der Körper aus dem Gleichgewicht gerät, dann können die zuschlagen und werden zur tödlichen Gefahr. Das Gleiche gilt ja für die Viren. Aber wenn nun vollkommen neue Elemente reinkommen, dann ist die Frage, wie reagiert der Körper drauf? Und die hatten damals befürchtet, dass das Krebs erzeugen wird, dass unser Immunsystem ausgeschaltet wird. Und sie haben in der Tat damals schon Krankheiten wie AIDS vorausgesagt, die dann ja auch danach aufgetreten sind. Und bei AIDS ist ja auch so eine Sache, da deutet ja vieles darauf hin, dass das keine normale Krankheit ist, sondern eher eine künstliche, zwar nicht bewusst erzeugt, aber eben durch die Krebsforschung, wo man dann das Immunsystem von Tieren zerstört hat und sie mit Krebszellen infiziert hat und da ist dann Affen-AIDS bei rausgekommen. Der ist dann auf den Menschen übersprungen. Nun lass uns zurückkommen auf die Anfänge mit der Genmanipulation. Man hat es natürlich den Menschen so verkauft, ja, dass man überall hungern die Menschen und wenn dann durch Genmanipulation die Sachen fruchtbarer machen, was natürlich ein Quatsch ist. Die wollen natürlich die Sachen nicht billig an die Armen verschenken, sondern die wollen Profit machen. Genau mit der Atomkraft hat man auch gesagt, das ist so billig, dass wir nachher den Strom irgendwie, dass der umsonst ist, weil das so billig wird. Was natürlich alles Lügen sind, um das verkaufen zu können. Du kennst das auch von damals, aber ihr wart da schon kritisch und habt schon gesehen, wo die Reise hingeht. Du hast dich ja auch wirklich fachlich damit befasst. Was passiert bei Genmanipulation und was sind eben die Gefahren? Also der Körper ist nicht drauf eingestellt, die Natur nicht drauf eingestellt. Was passiert da alles? Ja, wenn da ein neuer Krankheitserreger dadurch entsteht, die arbeiten ja auch an Kampfstoffen. Das heißt, sie erzeugen, was weiß ich, Ebola, noch höher ansteckend. Und da haben sie selber natürlich dann das Gegenmittel. Aber wenn man so etwas macht, was dann vielleicht noch über die Luft transportiert wird und ansteckend wird, dann kann man also die Bevölkerung der Menschheit drastisch reduzieren. Und im Krieg ist das ja auch so gewollt.
Und wenn da dann irgendwas außer Kontrolle gerät, dass dann vielleicht diese Krankheitserreger oder andere nicht nur frei werden, sondern sich miteinander vermischen und ihre Genpakete weitergeben. Und wir wissen von Bakterien, dass die das machen. Die schlagen so eine Röhre von einem zu anderen und dann transportieren sie verschiedene Genpakete. Das ist also ein regelhafter Austausch, der dort entsteht. Dann, das weiß man nicht, was da passiert. Da kann alles außer Kontrolle geraten. Und wenn nun noch die Nanotechnik dazu kommt, wo man ja kleine Viren und Schnipsel und so weiter zusammenstellt mit der Nanotechnologie, die sich dann selber reproduzieren. Da weiß man gar nicht mehr, was passiert. Überhaupt nicht mehr. Mhm. Und da haben also Wissenschaftsorganisationen, und zwar auf dem allerhöchsten Niveau, haben gewarnt und haben gesagt, wir begeben uns dort in eine Grauzone und wir wissen nicht, was entsteht. Das kann aber dazu führen, dass die gesamte Menschheit sich ausrottet. Und zwar schlagartig. Die sind dann zum Schweigen gebracht, weil es geht ja um das große Geld. Und da schreckt man von nichts zurück und hat keine Hemmung. Und Politiker spielen ja immer mit und die Institutionen. Es ist ja so, das ist alles völlig korrumpiert worden. Alles, was wir dort haben. Weil da sitzen ein paar Leute als Direktoren oder führende Wissenschaftler an der Spitze, die ungeheuer viel Geld dafür kriegen, dass sie das Richtige sagen. Und so wie die anfangen würden zu warnen, wären sie sofort draußen. Und hätten wahrscheinlich ein Berufsverbot. Das ist also alles jetzt über Jahrzehnte, auch in den Medien, die Sprecher, das ist alles aussortiert worden. Die Leute, die ein bisschen kritisch sind oder bereit sind, die Wahrheit zu sagen, die gehen in den Knast und die am besten lügen und betrügen, die machen Karriere. Nun ist es ja so, dass mit diesem sogenannten Freihandelsabkommen eben auch diese Schranken, die vielleicht uns noch davor schützen, dass wir hier zu krasse Sachen herbekommen, dass das alles wegfallen soll. Aber du hast einen Artikel geschrieben, du sagst, es gibt schon so viele Handelsverträge, die wir gar nicht wissen, die schon in Kraft sind, sodass die Staaten im Grunde kaum noch eine Handhabe haben, zu sagen, so, das wollen wir bei uns in unserem Land oder in Europa zumindest nicht haben. Wie entwickelt sich das oder was ist TTIP und ähnliche Verträge, was ist da drin, was hat man dann noch für Möglichkeiten? Ja, wir haben schon weit über 1000 Verträge. Dann hat die EU schon 30 abgeschlossen und wir arbeiten an weiteren 30 in der EU. Und TTIP, das ist also die große Freihandelszone zwischen Europa und Amerika, da will man eben alle Handelsbeschränkungen, Beseitigungen. Das heißt, dass die Firmen schalten und walten können, wie sie wollen. Und TISA, das ist das Gleiche für sogenannte Dienstleistungen. Das heißt also, was man ja schon vorhat mit Computer, wenn man dort Aufträge hat, dann setzt man das ins Internet rein und die dürfen sich aus der ganzen Welt bewerben und diejenigen, die das dann am günstigsten anbieten und am wenigsten Datenschutz und so weiter haben, die bekommen dann den Auftrag. Das sind so die Vorstellungen, dass die dann können die Billigländer mit den Reicheren konkurrieren. Und das heißt, dass natürlich in den reicheren Ländern Arbeitsplätze ohne Ende wegfallen und die ganzen Rechte. Alles haben diese ganzen Verträge gemeinsam. Sie wollen einmal die Rechte der Arbeiter, Gewerkschaftsrechte, bestimmte Löhne, Niedriglöhne, aber eben, die man nicht unterschreiten darf, Arbeitsschutz, Umweltschutz, Klimaschutz, also die Rechte, die man im Netz hat, wir haben ja kaum welche, die überwachen uns ja von hinten bis vorne, die wissen alles über uns. Aber all das soll auf ein Minimum beschränkt werden. Und das, was am allergefährlichsten ist und am wahnsinnigsten, ist das, dass diese Firmen Rechte bekommen wie ein Staat. Das heißt, zum Beispiel, wenn wir Monsanto nehmen. Monsanto hat gewisse Maissorten, Smartex zum Beispiel, die produzieren 6 verschiedene Insektizide. Und diese Insektizide töten das Bodenleben ab. Sie töten Schmetterlinge, Bienen, Fliegen, also alles das, was befruchtet ist. Und Monsanto hat man zugesichert, dass keiner Schadensersatzansprüche erheben darf. In Amerika, ja? Ja, überall, wo sie zugelassen worden sind. Okay. Einmal zugelassen, dürfen es nie wieder rückgängig gemacht werden. Und man hat keinerlei Möglichkeiten.
Und die haben zum Beispiel bei diesen Maissorten, hat man bei Versuchsratten, da wurden übrigens nur die Studien von Monsanto zugelassen, nicht von unabhängigen Wissenschaftlern. Ja. Aber selbst dabei ist rausgekommen, dass die Ratten dann Genschäden hatten, Krebs und Geschwüre im Magen-Darm-Trakt, also Magen und Gedärm. Nun ist Monsanto in der Politik stark vertreten. Clinton zum Beispiel, der ehemalige Präsident Amerikas, ist der Cheflobbyist, aber auch andere Politiker sind es. Und die ganzen Botschafter Amerikas treten als Vertreter auf und üben einen ungeheuren Druck aus, weil sie natürlich gut davon profitieren. Die werden bezahlt, also mit Traumgagen dafür. Und das ist, die EU ist eingeknickt, auch Deutschland. Wir sind ja 80% dagegen in der Bevölkerung. Ja. Und das interessiert die gar nicht. Die Bundesregierung hat dafür gesorgt, indem sie sich der Stimme enthalten hat, dass es praktisch zugelassen wird. Nun hat man sich geeinigt, dass jedes Land selber bestimmt. In Spanien, Portugal und anderen Ländern wird das längst eingesetzt. In der Ukraine jetzt, das war eines der Gründe, warum man dort den Aufstand ja provoziert hat und geplant und finanziert. Da darf jetzt Fracking veranstaltet werden, es dürfen Genpflanzen ohne Ende von Monsanto angebaut werden. Und das führt eben dazu, dass wir nicht wissen, was damit passiert. Wir wissen ja auch Gensoja. Bei uns ist zwar der Anbau von Genpflanzen verboten, noch, aber nicht das Verfüttern von Genpflanzen an Tieren. Also das kommt es eigentlich auch in den Kreislauf? Ja, das ist überall drin. Und wenn die Tiere erkranken, kann man sich ja vorstellen, dass es nicht so gut ist für den Menschen, der das isst, weil der dann eventuell auch erkrankt. Aber das spielt keine Rolle. Das sind selbst solche Sachen wie die Bill Gates Stiftung, die ja einen auf Gutmensch machen, in Wirklichkeit das Gegenteil sind. Die haben übrigens riesige Aktienpakete von Monsanto und versuchen die in Afrika und in diesen Ländern dann unter die Leute zu jubeln. Und die geben ja auch Medikamente dort ab, ja, nämlich die, die abgelaufen sind. Dafür kriegen die Firmen dann